Die Aktienmärkte werden immer heißer und die Wirtschaft wird immer kühler. Das ist vielleicht ein Zwischenfazit, das wir derzeit ziehen können. Mithin wird also der Abstand, die Kluft, die Divergenz zwischen Aktienmärkten und Wirtschaft immer größer. Und die Aktienmärkte feiern Party, zumindest an der Wall Street. In Europa ist das gar nicht so sehr ausgeprägt. Die feiern Party jedenfalls an der Wall Street, weil am Freitag schon die ersten Zweifel in Sachen Tapering kamen. Ausgerechnet vom Hawk der Hawks, Robert Kaplan von der Dallas Fed, dann am späten Freitagabend nach Handelsschluss die Mitteilung, Jackson Hole wird nur rein digital stattfinden, virtuell stattfinden, dadurch die Logik, der wird doch kaum, wenn jetzt wir Zeichen von praktisch wieder Lockdown haben, also zumindest, dass solche Veranstaltungen nicht mehr in Präsenz durchgeführt werden, dann wird der auf gar keinen Fall Tapering hier ankündigen, virtuell. Das ist der zweite Rallye-Grund. Und der dritte, wir hatten heute auch noch schlechte Konjunkturdaten und denkt man sich, super, gell, je schlechter die Daten, umso weniger wird die Fed auf die Bremse treten. Die EZB ist eh meilenweit davon entfernt, irgendwo drauf zu treten, außer vielleicht in etwas Braunes, was auf dem Boden liegt. Aber schauen wir uns einmal die Geschichten an, wie sie hier zunächst mal die Märkte sich erzählen. Da sehen wir hier das 10. Allzeithoch beim S&P 500, jeden Monat neue Allzeithochs erreicht, 10 Monate in Folge, 10 Wochen in Folge, und jedes Mal am 19. hat Sven Hendrick hier rausgefunden, kommt der S&P 500 an seine Trendlinie nach unten und wird dann nach oben gekauft, und so war es dann auch am Freitag. Da hatten wir zunächst negativ auf Future-Basis gehandelt, letzten Freitag am kleinen Verfallstag, und dann die Äußerung von Kaplan, und dann hat man gesagt, der schaust du her, die Fed wird nicht mehr tapern. Aber jetzt ist halt das Problem, du musst immer weitermachen. Das ist das, was ebenfalls hier Sven Hendrick nochmal betont. Wenn du schon eine gemanagte Finanzmarktstruktur hast, wie es derzeit ja der Fall ist, die Leute, die Investoren interessieren sich nur noch für das, was die Fed macht, was also die Liquidität hier aussagt. Und kaum haben wir mal einen Sell-off gesehen, von 2% war es an der Wall Street, weil eben Tapering plötzlich hier der Fall zu sein schien, nach dem FOMC-Protokoll, wo ja die Mehrheit gesagt hatte, ja, wir wollen in diesem Jahr noch Tapering beginnen. Da gab es einen kleinen Abverkauf, und am Freitag, zwei Tage später, wird das mehr oder weniger schon wieder abgesagt. Aber wir sehen hier die Exzesse, etwa die Relation zwischen Marktkapitalisierung an der Wall Street und dem BIP, dass die Marktkapitalisierung steigt geradezu in den Himmel, das BIP eher nicht. Und das wird sich dann irgendwann auflösen und erklärt sich auch nicht durch die mickrige Fettbilanz in Relation dazu, die wir da unten sehen. Ja. Das Problem ist, wenn du Exzesse managst, du musst dann immer weitermachen mit diesem Exzess, weil sonst fliegt dir das Ganze in die Luft. Also machst du eben weiter, und dass die Fed jetzt so ein bisschen eine indirekte Absage an Tapering erteilt hat, das ist doch sehr, sehr sprechend. Schauen wir uns mal hier die Konjunkturdaten an heute. Einkaufsmanager-Index aus den USA, deutlich schwächer als erwartet. Der Gesamtindex geht seit Monaten eigentlich konstant nach unten. 55,2 ist immer noch über 50, klar, aber es ist eben deutlich abgekühlt. Wir sehen, dass die Inputpreise weiter gestiegen sind, die Kosten also für die Unternehmen weiter gestiegen sind, sowohl im Servicebereich als auch bei Manufacturing, sogar bei 88,4, also 100 ist das Maximum, und teilweise können die Firmen das eben zumindest weitergeben an die Konsumenten, so muss es heißen. Und was hier Market auch herausgefunden hat, die Arbeitgeber sind massiv frustriert, dass sie keine Leute finden, nicht die richtigen Leute finden. Sie haben ein riesiges Problem, Stellen zu besetzen. Und das bedeutet, der Arbeitsmarkt ist viel heißer, ist viel enger, als die Fed das vielleicht bisher sieht. Und das wäre dann die letzte Komponente, nämlich Lohnsteigerungen, die zur Inflation noch mit beitragen würden. Also schwache Konjunkturzahlen. Und wir sehen heute Morgen schon Bank of America, Prognose für das dritte Quartal, deutlich nach unten gesetzt, von 7 auf 4,5%. Goldman Sachs von 8,5 auf 5,5. Und unten sehen wir mal den City Economic Surprise Index, der deutlich unter Null gefallen ist. Also die Daten enttäuschen auf ganzer Linie. Und das ist für die Märkte super, weil sie sagen, schlechte Daten seien gute Nachrichten in Sachen Liquidität. Aber wir haben auch in Europa schlechte Daten heute gehabt, Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone, verarbeitendes Gewerbe vor allem sehr schwach aus Deutschland. Und das liegt, wie Jörg Kramer
von der Commerzbank hier rausstellt, am Materialmangel. Es fehlt also letztendlich wie bei den Autos an Chips, so eben auch in anderen Bereichen des produzierenden Gewerbes, und das drückt dann die Stimmung, das senkt die Erwartungen. Also wir sehen, das ist ein Thema, das in Richtung Stagflation zeigt, gleich dazu mehr. Wir haben hier dann noch eben auch die Aussage von Market, was die befragten Firmen eben erzählen, dass ja die Preise wir anheben konnten. Man gibt also auch hier zunehmend die gestiegenen Preise weiter. Und auch hier weiter steigende Preise, eben weiter extrem hohe Niveaus bei den Preisen, auch für die deutsche Industrie. Und anders als die Amerikaner hat der DAX zunächst mal schlecht reagiert auf diese schwachen Einkaufsmanager-Indizes, ist gefallen. Wir waren heute Morgen eigentlich deutlich über 15.900, da sind wir ein bisschen runtergefallen, haben uns dann wieder erholt, aber es ist eben nicht dieses deutliche Plus wie in den USA, das ist bezeichnend. Und die EZB, wie gesagt, die ist noch ganz woanders. Frau Schnabel von der EZB, die Deutsche, hat gesagt, ja, wir befürchten eine zu niedrige Inflation, jetzt nicht im Jahr 2021, sondern im Jahr 3021, da könnte ja dann wieder Deflation kommen, deswegen müssen wir dann ein bisschen dagegen steuern, jetzt schon in diesem Jahrtausend, ne? Also wir müssten dann ein bisschen was verdoppeln noch an Anleihekäufen, damit wir auf keinen Fall eine Deflation erleben. Wir haben im Bereich der Vermögenspreise schon eine massive Inflation, aber das wird ja nicht gezählt, gell? Alles, was nicht passt, wird dann passend gemacht. In Sachen Stagflation nochmal hier, Google-Verhalten der Amerikaner. Nach dem Begriff Stagflation, also eine stagnierende Wirtschaft bei gleichzeitig dennoch stärkerer Inflation. Dieses Suchwort ist massiv nach oben geschossen, während zum Beispiel Hyperinflation eher nach unten gegangen ist. Inflation auch jetzt nicht wirklich. Also die Leute, die interessieren sich jetzt für eine stagnierende Wirtschaft bei gleichzeitig steigenden Preisen. Das ist genau die Frage. Und was wird passieren als Nachfolger von Jerome Powell? Das ist langsam die Geschichte, die jetzt entschieden werden muss. Im Februar endet ja das Mandat von Jerome. Jetzt hat Janet Yellen am Wochenende schon laut einem Bloomberg-Bericht, der ihn ein bisschen unterstützt. Und Dudley, der ehemalige Fed-Chef aus New York, hat gesagt, also das ist sehr, sehr wichtig, das erhöht die Chancen massiv, dass Powell dann auch weiter der Fed-Chef bleibt und nicht Lyle Brainard. Schauen wir uns mal hier eine Aufstellung an, von extrem dovish bis extrem hawkisch innerhalb der Fed, auch ob die mitstimmen dürfen, wann und wieso. Jedenfalls der dovischste ist der Andrew Agassi für ganz Arme, das ist Neil Kashkari aus Minneapolis. Und dann kommt schon Lyle Brainard, also die gilt als sehr, sehr dovish. Noch dovischer als Mr. Powell, der an viertunterster Stelle ist, also der viertdovischste ist. Und ganz unten in der, also sehr hawkisch in der Skala, Robert Kaplan eben Dallas Fed und James Ballard aus St. Louis. Also ganz hilfreiche Grafik, finde ich, um mal zu sehen, okay, Brainard wäre ja noch dovischer als Jerome Powell. Kashkari, der würde alles unter 30% Wirtschaftswachstum pro Quartal erfordert, massivste Anleihekäufe, also den kann eh keiner mehr ernst nehmen. Und insgesamt sehen wir jetzt etwa Bank of America und NetAlliance, die sagen, also wir haben eigentlich kaum eine Erwartung an die Rede von Jerome Powell am Freitag. Der wird wahrscheinlich nichts wirklich Neues sagen, wird sich nicht aus dem Fenster lehnen, will abwarten. Wichtig ja diese ganze Entwicklung der Corona-Geschichte. Jetzt sehen wir das in den Hotspots der USA, Alabama, Florida, dort wo die Krankenhausbestände am höchsten sind, die Fallzahlen schon wieder gedreht haben, nach unten gedreht haben am Wochenende. Ist noch nicht signifikant, aber es scheint ein Trend zu sein. Und ein Trend ist natürlich, dass alle nach wie vor im Markt sind. Wir sehen hier mal die Großinvestoren Bank of America, höchste jemals erreichte Quote der Privatkunden, die investiert ist. Und wir haben jetzt seit Oktober keinen Rückgang mehr gehabt, keinen Monatsrückgang mehr gehabt. Das ist die viertlängste Strecke in der Geschichte der Wall Street. Und wir sehen, wir haben eine Rekordpositionierung der amerikanischen Haushalte in Relation zu ihren Finanzmitteln in Aktien. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da keiner dabei ist. Nein, sie sind alle dabei. Und warum es keine Korrektur gibt, meine Damen und Herren, warum also die Märkte nicht fallen müssen oder wollen oder halt es nicht tun, mit einem Wort, das hat mein Kollege Wolfgang Müller in einem Artikel mal versucht, wirklich auszuführen, was passiert da. Alle sprechen von Korrektur, das ist das Problem. Sie kommt einfach nicht, weil alle davon sprechen. Nein, ganz so einfach ist es nicht. Lesen Sie den Artikel, den packe ich Ihnen unter das Video wieder als Link und wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und...
Ciao.